Mai 45, Ende des totalen Krieges. Bis zuletzt sinnlose Opfer. Die Wehrmacht geschlagen. Millionen gefangen. Der Händedruck der Sieger. Die KZs befreit. Die Städte zerstört. Flüchtlinge überall. Es fehlt an allem. Doch es ist Frieden. Mai 45, Ende und Anfang. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das Brandenburger Tor, Anfang Mai 45. Sieger der Schlacht um die Reichshauptstadt, Sowjetmarschall Schukow. Seine Soldaten feiern. Mit bei den Siegern ein deutscher Kommunist. Erste Eindrücke vom Heimatland. Das erste waren die Ruinen, die erschütternd waren. Es war ein infernalisches Bild. Dann Brände. Es brannte noch viel in Berlin. Und dann die langen Schlangen ermatteter Menschen vor den Pumpen, um sich ein bisschen Wasser in einen Eimer zu holen. Ratlose deutsche Soldaten, die überhaupt nicht mehr wussten, was nun vor sich geht, und Fahnen. Aus den Häusern immer und überall, aus allen Wohnungen, weiße Fahnen als Zeichen der Kapitulation. Und die Menschen trugen Armbinden. Fast überall weiße Armbinden, ich kapituliere. Rote Armbinden für die Begrüßung für die sowjetischen Truppen. Es gab auch ganz Vorsichtige, die hatten weiße und rote Armbinden. Anfang Mai 45 ist der Krieg noch nicht vorbei. Zwischen Spree und Elbe toben die letzten Gefechte. In Dessau melden sich rund 40 Jugendliche freiwillig zum letzten Aufgebot. Kaum einer ist älter als 15. Wir hatten auch nicht daran gedacht, dass der Krieg verloren sein könnte. Vielleicht haben wir an Wunder geglaubt oder Wunderwaffen. Manche haben geglaubt, der Amerikaner geht nun auf einmal mit uns gegen die Russen. Aber wir waren halt begeisterte Jungs. Anfang Mai, der erste Einsatz, Kinder als Kanonenfutter. An dem Nachmittag war der erste unserer Kameraden gefallen. Er stand an einem Toreingang. Eigentlich so, dass ihnen hätte nichts passieren dürfen. Vollkommen gedeckt, aber eine Granate, die genau auf der anderen Seite gegen den Torpfosten einschlug, hat ihn mehr oder weniger vollkommen zerfetzt. Da lag nur noch blutiges Zeug da. Die meisten der jungen Soldaten überleben die letzte Woche des Krieges nicht. Sie sterben, um den Rückzug nach Westen zu decken. Hunderttausende deutscher Soldaten versuchen, die amerikanischen Linien zu erreichen, um russischer Gefangenschaft zu entgehen. Der Krieg war verloren. Es ging lediglich noch, nur noch darum, dass man das, wo man selber stand, möglichst mit viel Personen, ob in Uniform oder in Zivil, dass man die über die Elbe bekam. Das Ziel war immer Elbe. Wer den Fluss erreicht, ist noch nicht ganz am Ziel. Viele Soldaten überqueren auf Kähnen die Elbe, um ans amerikanische Ufer zu kommen. Sie haben es geschafft. Viele bleiben am östlichen Ufer zurück. Die Rote Armee hat sie eingeholt. Sie haben Angst. Ich konnte mir nicht vorstellen, in russische Gefangenschaft zu gehen.
Man hatte uns so vieles erzählt von Sibirien und so. Und ne, habe ich gedacht, was soll das? Die Brücke von Tangermünde. Letzte Hoffnung für die Eingeschlossenen am östlichen Ufer. Für die Flüchtenden sind die Amerikaner in jenen Tagen Retter in letzter Not. Sie haben die zerstörte Brücke provisorisch repariert. 200.000 deutsche Soldaten passieren das Nadelöhr. Ein Wettlauf mit der Zeit. Auch Zivilisten fliehen über die Brücke. Die Massenflucht hat längst begonnen. Am 7. Mai liegt das östliche Elbufer unter Beschuss der Roten Armee. Viele versuchen, sich schwimmend in Sicherheit zu bringen, stürzen sich in den kalten, reißenden Fluss. Als ich kurz in der Elbe war, vielleicht ein Drittel, kamen die russischen D-34 aus dem Wald und brächten an Elbufer. Und die aufgesessene Infanterie beschoss dann alles, was da in der Elbe noch schwamm. Nur wenige erreichen lebend das amerikanische Ufer. Dann kommen die Panzer der Roten Armee. Ich habe noch, ja, damals mich beinahe erschossen, denn ich wollte nicht in russische Gefangenschaft kommen. Und habe mir auch die Pistole an den Kopf gesetzt, abgedrückt, aber es war nichts drin. Das Magazin hatte ich nämlich separat. Das haben mir die Russen dann hinterher aus der Tasche rausgenommen. Herbert Meyer kann später aus der Gefangenschaft fliehen. Viele seiner Kameraden marschieren nach Russland. Für jeden Dritten ist es ein Abschied für immer. Eine andere Kolonne in den Trümmern von Berlin. Am 8. Mai bekommt die Führung der deutschen Wehrmacht noch einmal die Folgen von Hitlers Krieg zu sehen. Fahrt nach Karlshorst zur Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation. Dann sind wir also nach Karlshorst gefahren. Das war eine schreckliche Fahrt durch die Trümmer, die schwelenden Brände dort. Es roch richtig nach Verwesungsgeruch. Und die Leute standen damit an Wasser, guckten einen an, ganz schrecklich, unrasiert, in Lumpen. Es war eine ganz traurige Fahrt, die mich also ganz beeindruckt hatte. Scheinbar unbeeindruckt, Hitlers Oberbefehlshaber Feldmarschall Keitel. Schukow macht ihm klar, es gibt nichts mehr zu verhandeln. Deutschland muss bedingungslos kapitulieren. Eine Unterschrift, die das Ende besiegelt. Damit war die Sache ohne große Demütigung, muss man wirklich sagen, war beendet. Und wir sind wieder rausgegangen. Jubel in London. Der Sieg über Deutschland ist teuer erkauft. 390.000 Menschenleben hat Großbritannien zu beklagen. Jahre voller Blut, Schweiß und Tränen hatte Premier Churchill seinen Landsleuten prophezeit. Der Reichssender Flensburg bringt eine letzte Sondermeldung. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Ich erinnere mich sehr genau, dass der Reichssender Flensburg zum Schluss seiner Sendung noch die 9. Sinfonie gebracht hatte. Und das war derart beeindruckend für mich, dass man eigentlich nur sagen konnte, es ist Schluss, es ist aus, wir haben nichts mehr zu erwarten. Das war eine Niederlage, eine echte Niederlage. Und wir haben auch gesagt, warum haben wir uns so eingesetzt? Alles umsonst. Die vielen, vielen Toten, die vielen Gefallenen waren ja aus allen Familien, allen Verwandten waren Gefallene. Und
Ja, alles umsonst, alles umsonst. Ja, das war der Tag, den wir ersehnt hatten. Seit vielen Monaten oder eigentlich von Anfang an, ich jedenfalls. Und ich glaube, damals hat sich jeder von der Truppe, in der ich stand, darüber gefreut, dass das nun endlich zu Ende war. Es war eine große Freude in uns darüber. Eines Morgens war alles plötzlich so furchtbar still. Es war, wissen Sie, also die Stille konnte man hören nach all den Tagen mit dem ganzen Krieg und den fürchterlichen Geräuschen des Krieges. Und ich sagte zu meiner Mutter, sag mal, hörst du das? Da sagte ich, ja du, ich glaube, es ist Frieden. Und dann kam diese Schreckensmeldung durch von all diesen schrecklichen Dingen. Und ich weiß noch genau, wie ich da aufs Tiefste erschüttert war. Ich kann Ihnen heute noch die Stelle auf der Straße zeigen, in der Nähe von meiner Wohnung, wo ich mit einer Freundin die Straße runterging und sagte, jetzt muss ich mich schämen, dass ich eine Deutsche bin. Buchenwald, Tag der Befreiung. Nur wenige von den Millionen Häftlingen in Hitlers Konzentrationslagern erleben diesen Tag. Viele Überlebende sind zu schwach, zu krank, um froh über die Befreiung zu sein. Alle sind hungrig, abgemagert. Nun gibt es wieder zu essen. So viel man will. Mehr als genug. Die haben eins nicht überdacht. Ich muss vorstellen, die Leute waren ausgehungert, total. Und dann mit Essen, gutes Essen, fettes Essen, alles Mögliche. Ne? Krepiert, ne? Ganz schlimm, ganz schlimm. Und wir konnten auch, wir haben das versucht zu ändern, nicht? Haben wir uns mit den Leuten anlegen müssen. Ne? Hat keinen Zweck und so. Die konnten das nicht begreifen. Ne? Sind da ein paar hundert, die wirklich wären nicht umgestorben, ja, wenn sie mäßig gewesen wären. Ne? Aber machen sie was. Ne? Die Befreiten zeigen den Befreiern die Werkzeuge ihrer Peiniger. Einige politische Häftlinge in Buchenwald haben sich schon vor der Befreiung bewaffnet und SS-Männer in ihre Gewalt gebracht. Und diese SS-Leute haben wir selbst auch für uns aus unserer politischen Sicht gesehen. Haben wir nicht misshandelt, wir haben sie auch nicht erschlagen und erschossen, sondern wie gesagt, wir wollten nicht so sein wie sie. Wir haben sie in den Baracken eingesperrt, haben Posten vorgedacht, denn es ist ganz selbstverständlich, denn immerhin waren noch über 21.000 Leute im Lager und die waren nicht alle so politisch geklärt. Also sie hätten am liebsten alles gleich totgeschlagen, wie du mir, so ich dir. Aber für uns gab es das nicht. Von den Häftlingen erfahren die alliierten Soldaten Unglaubliches. Für die meisten GIs war Nazi-Deutschland bislang Gegner. Doch je mehr sich die Verbrechen des Regimes offenbaren, desto größer wird der Hass. Die Reaktion der Soldaten war schrecklich. Ich persönlich, der nie gerne brutal gewesen bin und ich gehe in meine Natur, oder nicht gerne geschossen habe, um zu schießen, ich habe rot gesehen. Und meine Soldaten, denn die kamen später mehr und mehr, die das gesehen haben, die wurden gefährlich. Die Amerikaner geben den Befehl, dass 1000 Einwohner von Weimar das KZ Buchenwald besichtigen sollen. Ich war damals natürlich mit meinen 22 Jahren auf die Eindrücke da oben überhaupt nicht vorbereitet. Es war ein sehr schöner Frühlingstag, als wir hochmarschierten. Es gab da also noch ganz muntere Gespräche, weil keiner ahnte, was für angehäufter Schrecken uns da begegnen würde. Und ich habe sie gesehen, wie sie kamen, den Berg hoch. Schnatternd und erzählend und wie zu einem Frühlingsspaziergang. Fast überall, wo es KZs gab, gibt es nun solche Märsche. Schweigemärsche. Wenn man in diesem jugendlichen Alter ist und eine Leiche sieht, ist das schon schlimm und prägt und das behält man, dieses Bild. Aber das waren nicht eine und nicht 50 und das waren unzählige, ein Leichenberg. Und
solche Bilder wird man nie vergessen, wie so eine Planierraupe, einen Leichen, einen Berg von Skeletten wie dürres Holz in diese sogenannten Teufelslöcher schob. Die Amerikaner ersparen den Besuchern nichts. Auch nicht den Lampenschirm des Kommandanten aus Menschenhaut. Ich habe geweint damals. Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass so etwas, dass Deutsche so etwas tun können. Wovon sie jahrelang nichts wissen sollten, nichts wissen wollten oder konnten, jetzt wissen sie es. Jubel in den USA. Victory Day. Nach 3,5 Jahren Kampf gegen Hitler-Deutschland. 170.000 Amerikaner haben für den Sieg ihr Leben lassen müssen. Die Deutschen müssen für den Krieg, den Hitler in ihrem Namen entfesselte, bezahlen. Hunderttausende sterben in den Bombennächten. Millionen an der Front und auf der Flucht. 12 Millionen verlieren ihre Heimat. Ein Volk unterwegs, ohne Obdach. Alles Flüchtlinge, mit Kindern, teilweise zerlumpt schon, ja, hungrig, verkommen, die Haare nicht mehr. Die waren wochenlang unterwegs. Wir sind 14 Tage unterwegs gewesen. Und wie wir dann ausgeladen wurden nach Herrn Cuxhaven, wir waren so schmutzig. So schmutzig. Es ist ja auch so, man kann ja auch nicht zur Zeit austreten. Man kann sich nicht waschen. Nichts, es ist nichts. Wir haben uns 14 Tage nicht gewaschen. Millionen Ostpreußen, Schlesier, Sudetendeutsche müssen für Hitlers Wahn vom Lebensraum im Osten büßen. Sie waren teilweise apathisch. Sie waren total verängstigt. Man merkte direkt, die haben schon fast sich selber aufgegeben. Denn nur, es ist ja immer ein Trieb in den Menschen drin, der ihnen sagt, und ich will trotzdem, ich muss leben und ich will leben. Ich bin mit meinen Kindern hier, auch viele, die ihre Kinder verloren haben. Und es waren auch viele Kinder, die keine Eltern mehr hatten, deren Eltern verloren gegangen ist unterwegs. Millionen fliehen in Trecks, Hunderttausende mit Zügen der Reichsbahn in Richtung Westen. Wie Dora Trapp mit ihren Kindern. Unsere Jungs, die mussten dann die 4 Tage in der Hocke sitzen. Ich ließ sie dann wohl mal ein bisschen aufstehen. Wir konnten nicht zur Toilette, nichts, gar nichts. Der Zug ist mit uns 4 Tage gefahren. Es herrscht Hunger. Tagelang hatte Dora Trapps jüngster Sohn nichts gegessen. Und dann starb auch mein Thorsten. Er kriegte erst so Schaum vor den Mund. Und dann machte er die Augen zu. Das war so ungefähr 8 Stunden, bevor wir ausgeladen wurden. Über 2 Millionen kamen auf der Flucht und durch Vertreibung um. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Wie werden sie empfangen werden von denen, die Heimat, Hab und Gut nicht verloren haben? Am Zielort werden die Flüchtlinge registriert, dann erfolgt die Zuweisung von Wohnraum. Hitlers Volk ohne Lebensraum muss jetzt eng zusammenrücken. Stellen Sie sich mal vor, das Gedrängel bei der Toilette und im Badezimmer. Also die mussten ja dann alle sich waschen und die mussten zur Toilette. Und in der Küche war es ja auch so. Es wurde dann vereinbart, ich koche von 12 bis 1 und ich koche dann von 1 bis 2. Nicht? Wir Kinder mussten aus den Kinderzimmern raus, wir mussten bei den Eltern mitschlafen, weil die Kinderzimmer dann an Flüchtlinge vergeben wurden. Aber irgendwann hier passte einem das nicht mehr so. Nicht? Also es war dann nachher doch ein bisschen lästig, möchte ich sagen. Die meisten Flüchtlinge wollen in die amerikanische Besatzungszone. Die Militärregierung hat Mühe, die Deutschen aus dem Osten bei den Landsleuten im Westen unterzubringen. Die
Solidarität zeigte sich auch nicht bei den Menschen, die den ganzen Krieg über, aufgrund Verbindungen oder sonstiger Sache, in einem unzerstörten Haus außerhalb Münchens oder einer kleinen Stadt gewohnt haben und nun mal zusammenrücken sollten, um Displaced Persons oder auch ihren eigenen Volksgenossen, die aus dem Osten vertrieben wurden, mal Platz zu machen, sondern die lamentierten, das habe ich ja selbst miterlebt, lamentierten nur in der Gegend rum, wie sie noch mehr dagegen waren. Und da ist man reingegangen, da fand man die vollgefüllten Marmeladentöpfe. Und das war auch ein Aspekt, der uns sehr abgestoßen hat. Und wo heute noch Geschichten erzählt wurden, ja, da haben wir so gelitten und dann sind die Amerikaner gekommen und haben unser Haus beschlagnahmt. Ohne Reflexion, dass andere Millionen überhaupt kein Haus mehr hatten. Es gab auch andere Erfahrungen am Ende der Flucht. Eine Flüchtlingskolonne aus Ostpreußen erreicht im Mai 1945 Radbruch, einen kleinen Ort in Niedersachsen. Wir kamen dann nach Radbruch reingefahren mit unseren drei Wagen. Und ich muss sagen, dass damals hier nach dem Krieg große Armut herrschte. Die Leute fuhren noch mit Kühen und mit Ochsen, kleinen Bauern, Nebenerwerb. Und die Bauern standen dann auf der Straße und haben uns dann raufgewinkt auf dem Hof. Unsere Eltern waren sehr sozial eingestellt, muss ich sagen. Wir hatten auch, da ja nun der Krieg zu Ende ging, schon ein bisschen Vorsorge getroffen mit Nahrungsmitteln. Wir hatten reichlich eingeschlachtet. Wir hatten auch genügend Getreide hingelegt zum Vermahlen und auch Kartoffeln, sodass die Waschküche dann schnell geräumt wurde. Es wurden große Bretter hingelegt oder so weiter, damit sie alle da sitzen konnten zum Essen. Das Ehepaar Schulze, die Posthalter in Radbruch waren, haben alle Leute willkommen und sehr gut aufgenommen. Die Frau Schulze hat für alle gekocht. Wir haben uns in der Scheune eingerichtet, aus den gepressten Heuballen kleine Abteile gebaut, wo wir geschlafen haben und Heu und Platt gemacht, unsere Betten draufgetan. Und nach einer Woche hat Herr Stelter gesagt, dies halte ich hier nicht aus. Schulze oder Adolf, hast du nicht ein bisschen Arbeit für mich? Wo hast du deinen Acker? Ich fange an jetzt zu pflügen oder wir machen deine Arbeit fertig. Dies halte ich hier nicht aus. Diese Ungewissheit, das macht uns mürbe. In den ausgebombten Städten herrscht Hunger. In vielen Orten bricht die Versorgung zusammen. Noch gelten die Lebensmittelkarten, doch gibt es dafür kaum etwas zu kaufen. Ich weiß, ich habe mal für so viel Möhren von morgens 6:30 bis nachmittags 4 Uhr angestanden, in eisigster Kälte. Die habe ich aber nicht gespürt. Ich hatte nur eins im Sinn, ich muss ein paar Möhren nach Hause bringen. Ne? Und das habe ich dann auch geschafft. Als ich dran kam, waren noch so viel da von ganz vielen Säcken, da war es nachmittags 4 Uhr. Und dann sagt die Verkäuferin, das Kind ist mal dran, was willst du denn haben? Ja, ich möchte auch Möhren haben. Ja, wie viel denn? Ja, alle. Ich dachte, ich muss so viel nach Hause bringen, wie es geht. Ne? Die Deutschen stehen Schlange, oft stundenlang für nur ein halbes Brot. Ich weiß, dass ich abends schon mal, um überhaupt einschlafen zu können, so eine Mehleispeise nannte, die aber überhaupt keinen Nährwert hatte, zu mir genommen habe, um den Magen zumindest zu beruhigen, damit man einschlafen konnte. Und es wurde haargenau alles eingeteilt, das Essen. Mein Vater hat oft am Tisch geweint und hat gesagt, Mutter, gib mir noch eine einzige Scheibe. Dann sagt sie, dann haben wir für morgen nichts. Die Stunde Null, Stunde des Hamsterns, Plündern für den Eigenbedarf. Die Staatsgewalt ist weg. Viele Deutsche nehmen ihr Schicksal selber in die Hand. Es hieß plötzlich in der Bevölkerung, Mensch, da gibt es Zucker und Marmelade und so. Und alles lief los mit so einer Karre oder was man mal hatte. Und natürlich bin ich da mitgegangen und wir haben alle geklaut. Der Zucker lief die Straße entlang, weil natürlich stehlen ist ja nicht das, das macht man ja nicht mit besonderer Konzentration oder Vorsicht, nicht wahr? Wir haben dann einen Karton mit Schmalzfleisch ergattert.
Ja, die Säcke wurden aufgerissen in Beutel rein oder in die Schürzen oder Gefäße, die die Leute sich schnell mitgebracht hatten. Und die Hälfte unten und wurde dann zertreten. Keiner nahm Acht, nur was ich besorgen konnte, nur für mich, nur für mich. Da haben sich schreckliche Szenen abgespielt, weil einer dem anderen natürlich nichts gönnte. Und weil jeder das meiste haben will. Und das ist das Komische. Selbst wenn man sich sagt, das kann ich ja alles gar nicht brauchen. Aber man stiehlt, auch wenn man es nicht brauchen kann. Was nicht nied- und nagelfest ist, wird Volkseigentum. Und da ging denn der Treck mit den Handwagen dorthin. Die Jüngeren alle klar oben rauf auf die Waggons. Und dann alles, was irgendwie in Schnellform runterging, runter zu schippen. Und unten waren dann meistens unsere Frauen, ja, die waren ja noch nicht da, und haben dann das schnell in den Säcken reingetan. Ja, und dann kam es natürlich auch mal vor, dass die Begleiter nicht nur in der Luft geschossen haben, sondern die haben auch manchmal relativ scharf gezielt. Bitte, wenn ein Eisenbahnwagen mit Kohlen da stand, Kohlen, also Briketts ja zum Beispiel. Na mein Gott, den zu stürmen, das war doch eine Selbstverständlichkeit. Da stürmte man ran und selbst wenn da eine Bewachung war, die konnte uns gar nicht zurückhalten. Chaos. Und das in Deutschland. Die Amerikaner sind verblüfft. Dann greifen sie durch. Achtung! Alle Personen in dieser Stadt werden unverzüglich und vorbehaltlos alle Anordnungen und Befehle der alliierten Militärregierung befolgen. Schießen aus dem Hinterhalt, Sabotage und Plündern sind verboten. Auf jedes dieser Verbrechen steht die Todesstrafe. Bei Plünderung drücken die Sieger meist ein Auge zu. Nicht aber bei Sabotage. Gott! Einige Deutsche wollen den Krieg fortsetzen, in sogenannten Wehrwolf-Verbänden. In Braunschweig zerschlägt die US-Armee eine Wehrwolf-Gruppe. Ihre Mitglieder werden standrechtlich erschossen. Jubel in Moskau. Kein Land hat höhere Verluste zu beklagen. 20 Millionen Tote in 4 Jahren Krieg. Durch den Sieg ist die Sowjetunion zur Weltmacht aufgestiegen. Im Land der Besiegten wollen die Sowjets als Befreier gelten. Der Sozialismus soll für alle Vorbild sein. Die Rote Armee muss dafür abgeben. Und war ja nur Sonntag früh und Hunger hatten wir mächtig. Und das haben wir auch gesagt. Also, und da haben die Russen uns im Kochgeschirr ganz kalte, aber so Grütze gebracht, Grauben. So richtig Kälberzähne, sagt man, ganz große. Gibt's heute kaum, ich weiß nicht. Aber wissen Sie, wie die geschmeckt haben? Ich hatte Bekannte in hinter Oranienburg irgendwo, ja, und die hatten Kinder. Und da war auch russische Besatzung. Und die russischen Soldaten haben der Frau, der Mann war im Feld, und hat den Kindern Schokolade gebracht. Ein russischer Soldat. Soldaten der Roten Armee. Hinter den Bildern von den strahlenden Siegern verbergen sich auch finstere Kapitel der Stunde Null. Die sind über uns hergefallen, haben einem das Zeug vom Leib gerissen. Ja. Und man musste das einfach über sich ergehen lassen. Man konnte sich nicht wehren. Mein Vater, meine Mutter haben sie grün und blau geschlagen mit Pistolen. Frau Komm. Zwei Worte verbreiten Schrecken in jenen Tagen. Die meisten Führer der Roten Armee unternehmen nichts gegen die Ausschreitungen. Ein 16-jähriges Mädchen über dieses Mädel, das war eine Liselotte Budina. Da sind 16 russische Soldaten drüber gegangen. Können Sie sich vorstellen, was da los war? Nicht nur die allein, auch meine Großmutter, 84 Jahre, auch meine Mutter, auch alle anderen.
Das gab es hier gar nicht so. Nur war ich an der Reihe. Man hat hinterher, man möchte am liebsten sterben. Und da haben sich viele, viele Frauen anschließend das Leben genommen. Stalin aber will Befreier sein. Schukow soll deshalb in seine Armee durchgreifen. Es gab, obwohl man das heute nicht wahrhaben will, eine richtige pro-sowjetische Strömung in der ersten Maiwoche 1945 bei relativ vielen Menschen. Aber das veränderte sich dann durch das Benehmen der russischen Truppen. Vergewaltigungen, Uri, Fahrräder wegnehmen, Deutsche belästigen. Das hat sich dann verändert im Juni immer mehr und mehr, sodass dann am 4. Juli, als die Engländer und Amerikaner mit ihren Jeeps nach Berlin kamen, wurden sie stürmisch begrüßt. Es gab immer diesen hübschen Witz, dass die Russen sagten, also was ist denn das, nicht wahr? Wenn wir kommen, Jalousie runter. Wenn Amerikaner kommen, Jalousie rauf. Will you come with me, my Phyllis dear, yon blue mountain free, where the blossoms smell the sweetest, come, rove along with me. It's every Sunday morning, dear, when I am by your side. We'll hop into the wagon and off we will ride. Wir hörten da nicht nur Benny Goodman, den wir schon kannten, sondern es gab andere dazu, wie Glenn Miller und so weiter. Und dieses war das Thema eben, es begann neu, wir fingen neu an zu denken und dieser Sound, damals unter von den genannten Personen, hat uns natürlich geholfen und brachte uns eine neue Welt nahe. Die neue Welt. Welt auch der Disc-Jockeys von AFN. Boogie Woogie und das alles, nicht? Das, die Glenn Miller-Story und sowas, das wurde in das Spiel und das machte uns Jugendlichen natürlich Freude, nicht? Und Spaß an dieser Musik, denn wir hatten ja nichts mehr gehört, den ganzen Krieg. Eine neue Welt auch für die Frauen in den Clubs der Amis. Wir sind damals, hat man das genannt, tingeln gegangen, Flurschaus. Und das war für Amerikaner. Das war ein Offiziersclub. Das war bei den GGLs, bei den Einfacheren. Und es war aber ganz streng gehandhabt. Das war damals offizielle Linie. Keine Fraternisierung, keine Verbrüderung mit dem Volk der Täter. Ein Film soll die GIs immunisieren. That is your job in Germany. You are in enemy country. Be alert. Suspicious of everyone. Every German is a potential source of trouble. Therefore, there must be no fraternization with any of the German people. Fraternization means making friends. The German people are not our friends. Öffentlich war kein Fraternization. Und wissen Sie, was unsere Offizieren sagt? Ihr tut mit den deutschen Frauen, was ihr wollt. Die sind hübsch, die sind nett. Aber wenn ihr tut, was ihr wollt tun, schweigt. Und das andere, seid nicht geschnappt. Mai, Juni, Juli, die ersten Wochen des Friedens. Heiße Wochen. Barrieren schmelzen. Ich war ja noch jung damals, ich rauchte auch schon. Nicht? Also ich muss sagen, wenn ein Ami kam, ich hab's wohl getan, kriegte ich eine Zigarette. Und die Schwarzen, da hatten wir Angst vor. Die waren noch viel lieber. Die waren noch viel lieber und netter wie die eigentlichen Amis. Nicht? Die waren noch freigebig und so. Die haben nicht eine Zigarette, die gaben mir eine Packung. Das halbe Leben drehte sich um Zigaretten damals, sogar bei den Kindern. Der herrliche Duft von Chesterfield-Zigaretten. Und das im Gegensatz zu dem, was mein Vater da so an diesem Siedlerstolz verqualmte. Die Zigarettenmarken, das war Lucky Strike, das war Camel
Old Joe, ich glaube, das kennt man heute gar nicht mehr. Ja, das waren so die bekanntesten. Ein anderes Markenzeichen verschwindet. Dem braunen Spuk ein Ende zu bereiten, ist das Ziel der Sieger. Die Mittel, den bösen Geist aus den Köpfen zu vertreiben, sind vielfältig. Mein Vater war Lehrer und er hatte da von der, hieß NSUG jedenfalls, oder jedenfalls von der Lehrer gab es solche Zeitschriften. Und da war natürlich das Hakenkreuz drauf und das Emblem und so weiter. Und das haben wir verheizt, diese ganzen, die Zeitschriften, die noch da waren. Und jedenfalls haben viele Leute, die Wohnungen waren heiß im April. Alle Öfen, wir hatten ja viel Kachelöfen dort, wurde alles verbrannt und was der Ofen nicht mehr schaffte, da hat man das dann gebündelt und irgendwie ins Wasser geschmissen. Nicht? Die Symbole verbrennen. Wo bleiben die Nazis? Einige bringen sich um. Der Oberbürgermeister von Leipzig in seinem Amtszimmer mitsamt seiner Familie. Wo bleiben die anderen Parteigenossen? Ich war nie für die Nazis. Ich war nie für die Nazis, hieß es denn bloß immer. Ich bin gezwungen worden, das zu machen. Naja, und ich bin bloß in die Partei reingegangen, damit ich anderen helfen konnte. Also jetzt, da haben wir zu Anfang überhaupt nichts anderes mehr gehört. Der schlimmste Nazi im Nebenhaus war, das ist derjenige, der uns an sich in unseren Keller die Russen reingeschickt hat. In seinen Keller hat er, da waren auch so viele junge Frauen, in seinen Keller hat er überhaupt keinen reingeschickt. Und der ist immer mit Parteiabzeichen rumgelaufen. Und der war plötzlich nur, er ist immer Kommunist gewesen. Also wie gesagt, den hätten wir totschlagen können. Also es war eine ganz böse Stimmung dann, als wir dann gemerkt haben, der Nazi ist auf einmal ein Kommunist. Ja. Wende 45. Auch die neue Ordnung braucht Polizei. Noch während des Krieges baut die amerikanische Militärverwaltung eine deutsche Hilfstruppe auf. Welchen Deutschen kann man trauen? Also es war sehr, sehr schwer, qualifizierte Leute zu finden. Und eine Militärregierung muss sich, die von außen kommt, muss sich auf Leute innen stützen können. Wir können ja nicht alle administrativen Sachen übernehmen. Das ging ja gar nicht. So viele Leute haben wir gar nicht gehabt, die Deutsch gesprochen haben. Unbelastete Bürokraten sind rar. Die Militärregierung entscheidet pragmatisch. Der Alt-Nazi kannte ja die Formulare, jetzt nur mal banal ausgedrückt. Der kannte die Akten. Der hat gewusst, wie man Lebensmittelkarten ausgibt, ordentlich. Per Formular wird auch entnazifiziert. Die Deutschen sollen ihr Verhältnis zum NS-Regime per Fragebogen offenlegen. Schwer, minder oder nicht belastet? Die Alliierten richten Spruchkammern ein, Zeugen werden gehört. Das Denunziantentum, was im Dritten Reich blühte dann auch weiter. Nicht jeder kochte dann auch, viele kochten dann ihr Süppchen selbst und dann wurden dann auch welche angeheuert, die vor der Spruchkammer dann positiv aussagen. Das Ganze war also ein Sumpf. Und es war sehr schwer, aus diesem Sumpf herauszufiltern. Sehr schwer. Und wir haben auch Fehler gemacht. Damals war von Fehlern nicht die Rede. Immer wieder feierten Zeitungen in der US-Zone die Enttarnung alter Nazis. Viele unbekannte Namen. Waren es die richtigen? Das Ergebnis war, dass dann die Kleinen, die hat man eingesperrt, oder verurteilt vielmehr, als Nazi, gab ja 4 Stufen. Und die ganzen Nazi-Führer, die ganzen Betriebe, die Wirtschaftsführer, ja, die ganzen Leute haben sie also als minder belastet, wurden die eingestuft. Und die kleinen Leutchen, die HJ, die haben sie gar keine. Auch die Sowjets brauchen Deutsche. Deutsche Kommunisten. Anfang Mai werden sie aus Moskau eingeflogen. Stalin will eine pro-sowjetische Verwaltung. Ulbricht soll sie aufbauen.
Die Dezernenten sollten so aufgeteilt werden, dass für Verkehr, Wirtschaft, Soziales, sagte uns Ulbricht, unbedingt Sozialdemokraten nehmen. Etwas ironisch, die verstehen was von Kommunalpolitik. Und wir fragten ja, und unsere Genossen? Unsere Genossen reichen nur ein paar Schlüsselstellungen. Der stellvertretende Bezirksbürgermeister, der Dezernent für Personalfragen und der Dezernent für Bildung. Denn, und lächelte etwas, die ganze Jugendarbeit wird auch bei der Bildung sein. Und einen vierten Genossen für den Aufbau der Polizei. Noch ist die Rote Armee die Polizei. Und sie nimmt in Haft, wer verdächtig erscheint. Nicht nur Nationalsozialisten, auch politisch Andersdenkende gelten als Faschisten. Viele werden deportiert. Neuer Terror für ein anderes System. Sie erholten sich Menschen, die ihnen nicht genehm waren, die ihren politischen Ansichten nicht oder ihren politischen Zielen nicht folgen wollten. Denn ihr Ziel war ja, das Ziel der Russen war ja, einen kommunistischen Staat hier draus zu machen, nicht wahr? Und da, wer immer da dagegen war, der war im Wege und musste irgendwie verschwinden, nicht? Alle Macht ging von den Siegern aus in der Stunde Null. Politik kümmerte nicht. Die Überlebenden wollten wieder leben. Die Trümmerfrauen von Berlin wurden zum Symbol für den Aufbruch nach der Stunde Null. Vor allem eines gab es im Trümmerland: viel Hoffnung. Hoffnung auf bessere Zeiten. Aufatmen, aufatmen. Ja. Die Stunde Null war Ende. Vor allem aber war sie Anfang. Als der Krieg zu Ende war, war ich 22 und hatte eigentlich nur Schreckliches erlebt. Und ich wollte ab da leben. Es war ein Gefühl, das man gar nicht wiedergeben kann. Wir sind frei. Wir sind doch frei, plötzlich. Wir wollten weitermachen und wir wussten auch, dass es auf irgendeine Art und Weise geht. Wir leben noch. Ja, wir leben noch. Und schlimmer kann es nicht werden. Und wir werden das schon schaffen.